Ein Reformpaket für ein familiengerechtes und tragfähiges Rentenversicherungssystem. Familien stehen durch das aktuelle Rentensystem unter besonders hohem Druck. Sie sichern zwar die Zukunft der Rente, indem sie Verantwortung für Kinder übernehmen. Dafür erhalten sie aber keine angemessene finanzielle Anerkennung. Gleichzeitig werden vor allem unsere Kinder die fehlende Tragfähigkeit des Rentensystems mal ausbaden müssen. Denn aufgrund des demografischen Wandels gibt es immer weniger Kinder, die später einmal als erwerbstätige Rentenversicherungsbeiträge bezahlen, aber gleichzeitig immer mehr Rentner. Eine ziemlich ausweglose Situation. Aus dieser Situation kommen wir nur mit einer Rentenreform heraus, die diese Probleme gleichzeitig beseitigt, also die Leistungen von Familien im Rentensystem anerkennt und das System dauerhaft bezahlbar und demografiefest macht. Eine Idee für ein solches Reformpaket wird hier skizziert. Das Konzept der Kinderrente besteht aus drei Elementen: einer Basisrente, einer Sparrente und eben einer Kinderrente. Das bestehende Rentensystem wird im Rahmen der Basisrente auf eine Basissicherung reduziert. Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung werden dazu auf dem aktuellen Niveau eingefroren. Dadurch sinkt in Zukunft das Niveau der Rentenzahlungen im Vergleich zur heutigen Rente deutlich. Daher Basisrente. Auf diesem Weg entlasten wir aber die heutige Kindergeneration, damit ihre Beiträge in Zukunft bezahlbar bleiben. Das sinkende Rentenniveau der Basisrente muss durch das zweite Element des Reformpakets ergänzt werden: die Sparrente. Alle Erwerbstätigen werden im Rahmen der Sparrente in Zukunft verpflichtet, ergänzend privat vorzusorgen. Wer jedoch ein Kind bekommt, für den entfällt bis zum dritten Kind jeweils ein Drittel dieser Sparpflicht. Mit der Geburt eines Kindes erhält die Familie entsprechend einen Teil der bereits eingezahlten Spareinlagen zurück, wodurch sich ihre finanzielle Situation nach der Geburt eines Kindes verbessert. Schließlich garantiert das Element der Kinderrente, dass der Beitrag von Familien zur Sicherung des gesamten Rentensystems anerkannt wird. Denn ohne Familien gibt es keine zukünftigen Beitragszahler. An der Finanzierung dieser Kinderrente beteiligen sich alle Erwerbstätigen. Wenn Eltern selbst einmal in Rente gehen, erhalten sie abhängig von der Anzahl ihrer Kinder eine umlagefinanzierte Kinderrente. Zusammen gewährleisten diese drei Reformelemente, dass alle, die zur gesetzlichen Rentenversicherung beitragen, über ein vergleichbares Alterseinkommen verfügen werden. Familien werden entlastet und Kinder können das System in Zukunft aufrechterhalten. Diese familien- und kindergerechte Ausgestaltung der Rentenversicherung macht mit der bisherigen Benachteiligung von Familien im Rentensystem Schluss. Sie setzt damit auch dem demografischen Wandel eine Strategie entgegen, welche die Basis des Rentensystems stärkt. Unsere Kinder.